Den Neuanfang eines Syrers in Frankfurt hat sie protokolliert. Dafür ist die Rundschau-Redakteurin Anne Lehmhöfer jetzt ausgezeichnet worden. Mit ihrer Ende Juli erschienenen Reportage Wael's Bilder belegte sie den ersten Platz beim diesjährigen Hessischen Journalistenpreis. Ich bin ganz überwältigt, hätte nie damit gerechnet und mir bedeutet der Preis sehr viel, gerade weil das Thema Integration im Moment auch so wichtig ist. Und letztes Jahr war es ja auch schon beim Hessischen Journalistenpreis Thema, da ging es um die Willkommenskultur und jetzt geht es um die Integration. Jetzt muss man gucken, wie bietet man den Menschen ein Zuhause. Und ich habe ein Jahr lang Wael, einen jungen Mann aus Syrien, begleitet. Von seinen Anfängen, wie er in der Flüchtlingsunterkunft angekommen ist, dann bei einer Gastfamilie gewohnt hat und schließlich ein Praktikum bei der Taunus-Sparkasse gemacht hat. Und ich danke natürlich auch Wael, der das erst möglich gemacht hat und dass er die Geduld hatte, sich von mir begleiten zu lassen ein ganzes Jahr lang. Der zweite Platz des mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Preises ging an Johannes Pennekamp mit seiner Reportage Flucht nach vorn aus der Frankfurter Allgemeinen Woche. Rang 3 erreichte Andreas Bauer, der als Projektleiter bei hessenschau.de die Multimedia-Reportage Praxistest Integration – Flüchtlinge in Neu-Isenburg maßgeblich mitentwickelt hat. In diesem Rahmen entstand sein ausgezeichneter Beitrag »Warum Rudi Witzig gegen Flüchtlinge ist«. Das gesamte Projekt wurde darüber hinaus mit einer Belobigung geehrt. Ebenfalls belobigt wurde das Team aus Redakteuren von Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt für ihre zweimal im Jahr erscheinende Zeitung »Hier in Wiesbaden – Unsere Stadt leicht erklärt«. Sympathisch und alltagstauglich würden hier Themen aufgegriffen, die ausländische Mitbürger bewegen, so die Jury. Bereits zum 11. Mal lobte die Sparda Bank Hessen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Journalistenverband diesen Wettbewerb aus. Qualitätsjournalismus ist unverzichtbar in unserer Kultur und auch für die Meinungsfindung. Und im Bereich Kultur möchten wir uns als Bank engagieren und haben aus dem Grund heute zum 11. Mal den Journalistenpreis vergeben, weil wir finden, er leistet einen wertvollen Beitrag, um auch die Arbeit der hessischen Journalisten angemessen zu würdigen. Lob für alle Ausgezeichneten äußerte auch FAZ-Herausgeber Werner Dinka, der seinerseits den Ehrenpreis für sein bisheriges Lebenswerk erhielt. Sie werden lachen, im ersten Moment durchzuckt einen der Gedanke wirklich, was heißt hier Lebenswerk? Ja? Das ist es denn jetzt schon soweit, aber ich freue mich natürlich riesig. Das ist eine große Ehre, eine große Auszeichnung. Ich bin dankbar und auch ein bisschen beschämt, weil es so viele andere auch verdient hätten. Über 40 Einsendungen gab es dieses Jahr für den Hessischen Journalistenpreis. Und so wird es auch im nächsten Jahr wieder nicht an Themen für qualitativ hochwertigen Journalismus mangeln. Die besten Beiträge haben dann wieder die Chance auf den Hessischen Journalistenpreis, den die Sparda Bank Hessen auch im kommenden Jahr ausschreiben will.